Angesichts der aktuellen Krisen, also insbesondere der Euro-Krise und der ökologischen Krise, welche Schritte müssen unternommen werden, um eine soziale, ökologisch nachhaltige und demokratische Wirtschaft zu fördern oder sogar zu schaffen? Ich will ganz kurz den Hintergrund meiner Antwort sagen. Ich schaue auf Europa mit der Frage, was ist zukunftsfähig? Und eine zentrale Antwort ist, es geht um die lebendigen Grundlagen unseres Wirtschaftens. Und das ist einerseits die Produktivität der Natur, das ist andererseits aber auch neben der bezahlten Arbeit die insgesamt unbezahlte Arbeit jenseits des Marktes, die sogenannte Care-Economy. Das als vorausgesetzt würde ich als erstes sagen, wir brauchen ein zukunftsfähiges Arbeitskonzept, was dieses Ganze der Arbeit, also Erwerbsarbeit, Sorgearbeit, dann haben wir noch das bürgerschaftliche Engagement, das ist Arbeit an der Gesellschaft und Eigenarbeit, dass dieses Ganze der Arbeit möglich macht. Und das heißt, erstens, wir brauchen eine starke Verkürzung der Erwerbsarbeitszeit. Ich sage immer gern, das habe ich vorhin schon gesagt, wir haben nicht mehr so viel Zeit für Erwerbsarbeit, wir haben so viel anderes zu tun. Und das andere ist gerade die Erhaltung der sozialen Möglichkeiten und die Erhaltung der Regenerationsfähigkeit der Natur. Das wäre mein erster Schritt. Und das heißt, wenn ich das jetzt durchdenke, wie kann ich das ändern? Erwerbsarbeitszeit verkürzen ist eine Sache. Das zweite, Aufwertung der Sorgearbeit. Und das heißt jetzt nicht, indem ich es mit Lohn bezahle. Aufwertung kann heißen, ich stütze es durch ein Grundeinkommen. Vor allen Dingen brauche ich soziale Infrastruktur, dass Sorgearbeit gesellschaftlich gemacht werden kann. Das fängt an mit Kinderplätzen, Kindergärten, guten Schulen. Das endet bei gemeinsamen Wohnen von Alt und Jung, um ein gutes Leben im Alter zu ermöglichen. Und das heißt drittens, das habe ich auch eben schon gesagt, eine Umverteilung der Arbeiten zwischen Männern und Frauen. Es ist immer noch so, auch in Deutschland, dem hochindustrialisierten Land, dass 95% der unbezahlten Sorgearbeit von Frauen gemacht wird. Und die bezahlte Sorgearbeit, die wird auch von 90% von Frauen gemacht und ist schlecht bezahlt. Wir brauchen eine Umverteilung zwischen Männern und Frauen, damit die ganze Gesellschaft an diesen wichtigen Sorgeprozessen beteiligt ist. So, das wäre sozusagen das eine. Das zweite, wie erhalte ich zukunftsfähig sozusagen die Regenerationsfähigkeit der Natur? Da würde ich sagen, da ist Deutschland, hat angefangen mit der Energiewende. Die Energie ist was ganz Zentrales. Und die Energiewende weiterzutreiben auf europäischem Niveau. Also das gesamte europäische Energiesystem umzustellen auf erneuerbare Energien. Das ist eine Riesenaufgabe. Aber Deutschland hat angefangen, es ist jetzt sehr im Wackeln, weil es geht im Augenblick immer nur um die Debatte um Preise und nicht um die Qualitäten. Und sicherlich muss das eventuell auch abgesichert werden mit einer Umverteilungspolitik. Die Preise werden steigen müssen. Wir sind auch aufgefordert zu sparen, also Energie zu sparen. Und das muss abgefedert werden durch eine Umverteilung, eine Stützung der unteren Einkommen. Das wäre bei mir das Zweite. Das Dritte, Ermöglichung neuer sozial-ökologischer Lebensstile. Es werden heute so viele Projekte gemacht. Wir haben eine neue Commons-Bewegung. Wir haben die ganze Bewegung in den Gärten, ne, diese urbane Gartenbewegung. Wir haben neue Genossenschaftsbewegungen. Wir haben Ansatzpunkte von solidarischer Ökonomie auch in Deutschland. Wir haben Unternehmen, die anfangen zu fragen, nicht nur, was ist unsere ökonomische Bilanz, sondern was ist unser Beitrag zum Sozialen und zur Ökologie, also die Gemeinwohlökonomie. Also ermöglichen, wenn ich da nicht die Regierungschefin wäre, ermögliche diese Experimente für neue Lebensstile. Versuchen Sie mal in einer Stadt, ich komme aus Bremen, heute wirklich ökologisch zu leben. Ich fahre nicht Auto, das geht wunderbar. Ich kann mich ökologisch ernähren, ich habe das Geld dazu, aber das könnte man abwächern. Aber schon ökologisch kleiden, kriegen Sie kaum noch hin. Also Strukturen zu schaffen, dass Menschen anders leben können. Meine Freundin Uta von Winterfeld vom Wuppertal-Institut sagt immer, es geht ja um Suffizienz, diesen Begriff haben wir dafür. Also Suffizienz heißt nicht nur, was ist genug, einen Gürtel enger schnallen, sondern heißt gerade auch, wie kann ich anders leben? Und sie sagt immer, Suffizienz ist erstmal ein Recht gegen das Mitmachen müssen am Wachstumszwang. Niemand soll immer mehr haben wollen müssen. Also Ausstieg aus diesem Wachstumszwang, Ausstieg aus diesem Konsumzwang. Aber wie mache ich es? Und da brauchen wir Experimentierräume. Und da müsste der Staat Möglichkeitsräume schaffen, Infrastrukturen anbieten, zum Beispiel dieser Gartenbewegung auch Räume schaffen.
Jetzt gibt es die Auseinandersetzung im Tempelhofer Feld in Berlin, das soll bebaut werden. Da gibt es jetzt 3 oder 4 solcher internationalen Gärten. Das wäre das, also das dritte. Arbeit, Energie, Suffizienz. Ja, das vierte haben wir jetzt auch diskutiert, Demokratie. Wir wissen alle nicht genau, was es heißt, ein zukunftsfähiges, nachhaltiges Europa zu schaffen. Es gibt viele Menschen, die Ideen haben. Wir müssen wirklich alle integrieren, um diese Ideen zu verwirklichen. Und das ist einerseits eine Bottom-up-Geschichte, also da, wo ich bin, kann ich anfangen. Aber auf der anderen Seite ist es auch gerade eine Geschichte von Politik. Also ermögliche auch hier Demokratie von unten, aber nicht nur macht das, was ihr wollt, mach oben nichts, sondern setze auch politische Strukturen. Und das andere kommt dazu, das Ganze ist eine Auseinandersetzung auch mit alten Interessen. Also die neuen suffizienten Lebensstile entziehen ja dem Markt Kaufkraft. Wir haben jetzt die Debatte um Share-Ökonomie und schon kommen die ersten Unternehmen, die sagen, oh, das ist gefährlich, weil unsere Kaufkraft sinkt. Also es gibt viele alte Interessen, die an dem Alten festhalten. Wir sind jetzt an der Energiewende, wie viel unsere 4 großen Anbieter es wirklich geschafft haben, diese Debatte um Preise in den Mittelpunkt zu stellen. Weil das ist in ihrem Interesse. Also da brauche ich einen Staat, der auch gegen diese alten Interessen, diese neuen Bewegungen schützt. Also das wären so für mich erstmal 4 Eckpunkte. Nun sind Sie nicht Regierungschefin, aber Sie wurden ja dieses Jahr auch eingeladen zur Enquete-Kommission des Bundestages zu Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität. Und wie war letzten Ihre Jahr Erfahrung aber. Da, im letzten Jahr, Entschuldigung. Wie war Ihre Erfahrung da? Haben Sie das Gefühl, dass die Politik, macht Sie das optimistisch, dass die Politik das umsetzt, was Sie formulieren? Also, ich will Ihnen sagen, es ist sogar noch schlimmer, leider. Was die Kommission selber noch nicht verstanden hat, ist das Problem. Also, es gibt Minderheitsvoten, aber die Mehrheit dieser Kommission hat zum Beispiel meine Ausführungen über das Ganze der Arbeit schlicht nicht verstanden. Es ist nach wie vor hat die Kommission im Wesentlichen die Erwerbsarbeit herkömmlicher Art diskutiert. Dass es einen umfassenden internationalen Diskurs geht über Care-Ökonomie, das war dort überhaupt nicht bekannt. Also insofern habe ich da wenig Hoffnung. Heißt aber nicht, dass ich hoffnungslos bin. Es gibt immer politische Köpfe, die auf der EU-Ebene zum Beispiel haben wir jetzt die Finanztransaktionssteuer, zumindest durch den Sven Giegold, eine ganze Stufe weitergetrieben. Also es gibt auch im politischen Raum immer Menschen, aber ich brauche Menschen, denen das wichtig ist. Also Zukunftsfähigkeit ist im Grunde was Normatives. Also wenn ich sage, ich bin jetzt 71 Jahre alt, ich lebe vielleicht noch 10, für mich reicht es noch. Nach mir die Sintflut. Aber wenn ich Verantwortung übernehme, auch für unsere Nachkommen in 200 Jahren. Oder ich nehme sogar die Perspektive, ich tue mal so, als lebe ich in 200 Jahren. Dann muss ich mit den Konsequenzen der heutigen Handlungen leben. Und wenn ich jetzt wieder zurückgehe und sage, so, wie will ich denn da ein gutes Leben haben, wenn ich heute den Atomabfall einfach weiter produziere? Der, den wir haben, reicht uns schon als Problem. Wenn ich jetzt Fracking mache, jetzt hat die SPD und die CDU im Augenblick mal beschlossen, das machen wir erstmal nicht. Wenn wir Gentechnik machen, wo wir nicht wissen, wie die Konsequenzen sind. Das alles sind Sachen, die kann ich, wenn ich in die Zukunft, wenn ich Verantwortung für die Zukunft übernehme, dann muss ich die heute problematisieren. Wenn ich die Verantwortung aber nicht übernehme, weil ich sage, es ist mir alles egal, dann kann ich irgendwie weitermachen. Also brauche ich verantwortungsbewusste Politiker und Politikerinnen. Und das ist eine Frage von Ethik. Ich komme in unserer Gesellschaft ohne Ethik nicht aus. Ja, das ist es. Und als letzte Frage noch, wenn wir zurück zum Ganzen der Arbeit kommen. Ja, ja. Häufig wird es ja als Kampf der Frauen verstanden, dass sie in mehr Führungspositionen kommen sollen. Sie drehen es um häufig, sagen den schönen Satz, 50% der Care-Arbeit ist für die Männer da. Mhm. Sehen Sie da auch Ansätze bei vielen Männern, dass es vielleicht mehr Gruppen von Männern gibt, die sich mit feministischen Themen auseinandersetzen oder die sich eben dafür einsetzen, ja, dass diese Unterschiede in Gender auch reduziert werden? Also ich sehe da Ansätze. Erstens, als ich das erste Mal gesagt habe, da hat sich ein Kollege gemeldet und hat gesagt, Frau Kollegin, geben Sie uns doch die Möglichkeit, als Männer uns zu beteiligen. Da hat er insofern recht, weil die Karrieremodelle von Männern heute häufig die Teilnahme an dieser Care-Arbeit verunmöglichen.
Aber es gibt heute eine Vielzahl von jungen Vätern zum Beispiel, die unbedingt auch die Care-Arbeit für ihre Kinder schon machen wollen. Also da ist wirklich eine Veränderung. Dann gibt es auch bei der jungen Generation Wünsche nach Teilzeitarbeit. Also wo man auch sagt, ich will nicht die ganze Zeit in diesem Job sein, ich will gerade Zeit auch für anderes haben. Da sind Ansätze da, aber es geht wirklich darum, die Karrierevorstellung von Männern zu verändern. Also diese diese Anwesenheitspflicht am Arbeitsplatz, ich sage mal ganz egal, wo der Arbeitsplatz ist zu Hause, das ist heute noch so in der Vorstellung drin, ein Mann muss bei der Arbeit sein. Da müssen wir wirklich dran rütteln. Also auch wenn man heute individuell möchte, auch als Mann, dann läuft man da oft gegen Mauern. Und insofern müssen wir da an die Mauern auch ran. Also flexible, und zwar vom Leben her gedachte, flexible Arbeitsmodelle, die den Lebensbedürfnissen der Menschen angepasst sind. Darum geht es. Ist ja klar, wenn ich keine Kinder habe, habe ich vielleicht anderes Interesse an der Ganztagsarbeit, als wenn ich mehrere Kinder habe. Und wenn die Kinder wieder aus dem Haus sind, dann heiße ich zwar schon alt, was Quatsch ist, dann habe ich wieder vielleicht mehr Zeit und Luft dafür. Also flexibel zu sein, und flexibel heißt die Arbeits... Was hat gestern gesagt? Da wurde der Günter Schmidt aus Berlin zitiert. Mach den Arbeitsmarkt fit für die Arbeitenden. Und nicht nur den Arbeitsmarkt, macht die Arbeitsmodelle fit für die Arbeit. Und das heißt, meine Perspektive ist eben, ich gucke nicht vom Markt mit der Frage, wie kann ich Natur und Menschen für den Markt fit machen, sondern wie kann ich die Märkte dafür machen, dass sie den lebenserhaltenden Prozessen der Natur und der Care-Arbeit gut tun. Das ist eigentlich die zentrale Frage.